Präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. Wenn Sie ein umfangreicheres Buch erstellen, dann werden Sie es vermutlich so machen, dass jedes Kapitel eine InDesign-Datei wird. Nun muss am Ende das Ganze natürlich dennoch gedruckt werden und vor allem ist es natürlich so, dass wir das Buch auch durchgehend durchnummeriert haben wollen. Mit der Nummerierung könnte man das Ganze jetzt manuell machen, aber das ist ja im Sinne von EDV und Computer nicht irgendwie Sinn der Sache. Die Lösung bietet Ihnen Adobe InDesign selbstverständlich an und hier unter Datei neu, da finden Sie schon genau das, was Sie brauchen, nämlich ein Buch. Dieses Buch sieht ein bisschen komisch aus. Man muss es auch erst einmal neu erstellen. Sie werden hier direkt gefragt, dieses Buch zu erstellen. Und ich nenne dies hier mal mein erstes Kochbuch. Das soll entsprechend mein Projekt sein. Das hier muss nun entsprechend gesichert werden. Und danach ist diese Datei hier entsprechend geöffnet und diese Datei präsentiert sich Ihnen hier als ein Bedienfeld. Bedeutet auch, wenn Sie hier dieses Bedienfeld schließen, dann müssen Sie dieses Buch wieder erneut öffnen. Sie finden es hier unter Fenster nicht. Also öffnen wir dieses Buch doch direkt wieder. Mein erstes Kochbuch. Im Übrigen, die Dateiendung ist dann IND, B für Book und nun ist das Buch hier geöffnet. Dieses Buch verhält sich ansonsten aber genau wie jedes andere Bedienfeld auch. Nun ist dieses Buch noch leer. Das wollen wir natürlich mal als erstes ändern. Und dafür gibt es hier unten diesen kleinen Plus-Knopf. Und da können wir nun die Dokumente einfügen, die hier zugehören. Wenn das mehr als ein Dokument ist, welches bereits existiert, so können Sie das erste anklicken, das letzte anklicken, es entsprechend markieren, auf Öffnen klicken. Nun dauert es ein paar Sekunden und nun befinden sich hier Ihre Bücher in diesem Buch drin. Wenn wir das Buch nun verlassen wollen, dann kriegen wir einen Warnhinweis, dass wir das Buch noch nicht gespeichert haben. Das ist letztendlich, wie gesagt, ja hier eine Datei und genauso wie man bei einer Datei Änderungen erst speichern muss, muss man das hier für dieses Buch auch machen und dafür haben Sie hier unten dieses kleine Knöpfchen. Klicken Sie da entsprechend auf Speichern, dann ist das Buch nun mit diesen Änderungen abgespeichert. Mit einem Buch können Sie Ihre Dateien auch wunderbar zusammenhalten, denn dieses Dokument hier möchte ich einmal schließen. Sie können jetzt jederzeit innerhalb Ihres Buches eine Datei einfach nehmen, einen Doppelklick machen und die Datei wird geöffnet. Welche dieser Buchdateien geöffnet ist, das können Sie hier hinten an diesem kleinen Symbol erkennen. Beachten Sie, das passiert schon mal schnell, dass man aus irgendeinem Grund vielleicht mal alle Bücher hier markiert hat, um gewisse Aktionen auszulösen. Und wenn ich nun aus Versehen oder eben mit Absicht einen Doppelklick mache, so sehen Sie, was passiert. Hier oben werden alle Dateien geöffnet. Im Übrigen, da müssen Sie sich dran gewöhnen, wenn eine Datei im Buch ist und diese Datei wird geöffnet, dann werden Sie eigentlich immer dieses Sternchen bekommen als Zeichen dafür, dass Sie an der Datei was geändert haben, selbst wenn Sie jetzt gefühlt gar nichts an diesem Dokument geändert haben. Das ist an dieser Stelle einfach so. Ich mache hier meine Dateien jetzt erst einmal wieder zu. Und dann schauen wir uns doch dieses Buch, das wir jetzt hier haben, mal ein wenig näher an. Eine Reihe von Einstellungen rund um dieses Buch geht hier oben über dieses Menü. Schauen wir uns das mal von unten her an. Einer der wichtigsten Bereiche ist hier dieser Bereich der Seitennummerierungsoptionen für das Buch. Hier geben Sie an, wie mit den Seitennummerierungen umgegangen werden soll, nämlich von vorherigem Dokument fortfahren, auf nächster ungerader Seite fortfahren, auf nächster gerader Seite fortfahren und das hier, da passiert ja nichts bei, aber wenn ich hier sage, auf nächster ungerader Seite fortfahren, dann kann man entsprechend noch sagen, dass hier leere Seiten eingefügt werden sollen. Meistens oder in vielen Büchern möchte man es, dass ein neues Kapitel immer auf einer rechten Seite, also auf einer ungeraden Seite beginnt und dann kann man das hier entsprechend aktivieren. Hier unten sehen Sie noch, dass die Seitenzahlen und Abschnittnummerierungen automatisch aktualisiert werden sollen. Das ist meistens ganz praktisch. Wenn Sie allerdings sehr, sehr große Bücher haben, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie auf der Seite 1 was ändern, sich die Seitennummerierung für die darauffolgenden 758 Seiten ändern und dann InDesign einfach sehr, sehr träge wird, weil
ist dann ja letztendlich alle Seiten umschreiben muss. Da ist es manchmal aus Performancegründen sinnvoll, dass man diese automatische Aktualisierung ausschaltet und es dann lieber manuell macht. Manuell heißt nicht, dass Sie es von Hand eingeben müssen, sondern nur, dass Sie diesen Vorgang des Aktualisierens von Hand antriggern. Ich möchte das hier bei meinem Buch haben, auf nächster ungerader Seite fortfahren und auch hier diese Funktion leere Seiten einfügen. Dann soll das Ganze hier entsprechend bestätigt werden. Der hat jetzt im Hintergrund ein bisschen rumgewuselt und nun können wir uns das Ganze hier anschauen. Seite 9, Seite 17, Seite 25, Seite 33, Seite 41. Sie sehen, es ist jeweils eine ungerade Seite. Eine weitere Einstellmöglichkeit, die Sie nun haben, die finden Sie hier unten, die Nummerierungsoptionen für Dokument. Da klicke ich entsprechend drauf und nun geht es hier ebenfalls wieder um die Seitennummerierung, aber jetzt letztendlich für das komplette Buch, für das komplette Ding. Und dort können Sie sagen, meine Seitennummerierung für das komplette Buch soll mit der Seite 1 beispielsweise beginnen oder automatische Nummerierung. Sie können hier festlegen, wie die Seitennummern denn überhaupt aussehen sollen, ob es einen Präfix geben soll, ob eine Abschnittsmarke verwendet werden. Hier unten haben Sie die Kapitelnummerierung innerhalb des Dokuments. Und da können Sie auch einstellen, wie die Kapitelnummer erzeugt werden soll. Hier heißt es ja Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und so weiter und so fort. Das ist eigentlich nicht ganz so elegant hier an dieser Stelle gemacht, weil die Nummer nun im Dateinamen drin steckt. Hier für dieses Training habe ich das mal gemacht, damit auch ich hier die Übersicht nicht verliere. In der Praxis sollte man da allerdings immer ein bisschen mit vorsichtig sein, weil man so im Moment nämlich die Reihenfolge nicht so gut vertauschen kann, weil diese Nummern hier im Dateinamen natürlich nicht automatisch angepasst werden. Hier können Sie sagen, wo die Kapitelnummerierung beginnen soll, also beispielsweise mit der 1 und dass das entsprechend von einem Dokument auf das nächste Dokument übergeht. Dann kann man entsprechend beispielsweise, wenn ein Kapitel so umfangreich ist, dass es nicht sinnvoll ist, dieses eine Kapitel in ein InDesign-Dokument fortzuführen, dann können Sie sagen, dieses eine Dokument hier übernimmt die Kapitelnummer vom vorherigen Dokument. Für mich ist hier diese Variante automatische Kapitelnummerierung genau das, was ich gerne haben möchte. Und dann klicke ich hier entsprechend auf OK und dann schauen wir uns das Ganze doch mal in einem dieser Kapitel an. Im Moment ist es nun so, obwohl ich hier im Kapitel 2 bin, dass hier trotzdem eine 1 steht. Wie kommt das? Naja, hier ist die Kapitelnummerierung noch nicht aktualisiert worden. Das möchte ich nun einmal machen. Ich habe hier diese Dokumente entsprechend ausgewählt und nun sage ich hier Nummerierungen aktualisieren. Beim Nummerieren aktualisieren kann ich sagen, ich möchte nur die Seitenzahlen und Abschnittsnummern aktualisieren. Ich will die Kapitel- und Absatznummerierung aktualisieren oder ich kann sagen, alle Zahlen aktualisieren. Ich wähle hier einmal alle Zahlen aktualisieren. Das dauert nun ein Sekündchen und nun sehen Sie, das hier ist ja das zweite Buch, also steht hier entsprechend eine 2. Hier hinten haben wir eine 4, weil wir hier im vierten Kapitel sind. Und vielleicht wollen wir einmal die Reihenfolge in unserem Buch ändern. Nehmen wir hier dieses Kapitel 6. Wir haben nun entschieden, nein, das soll nicht ganz zum Schluss stehen, sondern das soll ganz hier an den Anfang zwischen 1 und 2 kommen. Und hier steht jetzt natürlich noch fälschlicherweise 6. Gehen wir auch da mal entsprechend hin und sorgen für eine neue Nummerierung. Nummerierungen aktualisieren, alle Zahlen aktualisieren. Auch nun dauert es wieder ein Sekündchen. Und hier sehen Sie entsprechend, sind die Kapitelnummerierungen aktualisiert. Machen wir es wieder so, wie es sich gehört und starten den Vorgang ein letztes Mal. Und nun ist wieder alles gut. Beachten Sie bitte, das kann man jetzt vielleicht hier nicht so gut sehen, hier steht 6.1, hier oben in meiner Marginalie, da steht aber noch eine 2 drin. Das ist in InDesign schlicht und ergreifend ein Darstellungsfehler. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, damit hier eine 6 hinkommt, ich muss mich einmal kurz in das Dokument hineinzoomen, ich muss die Zoom-Stufe in irgendeiner Form verändern. Und Sie sehen, sobald ich die verändert habe, ist auch hier diese Nummer korrekt. Das ist letztendlich, wie gesagt, einfach nur ein Darstellungsfehler. Einmal reinzoomen, einmal rauszoomen und dann steht da die Nummer korrekt.
In diesem Video haben Sie gesehen, wie man in InDesign mit Büchern arbeitet und wie die Buchfunktion funktioniert. Sie haben gesehen, dass InDesign für Sie die Nummerierung, insbesondere die Nummerierung der Kapitel, automatisch für Sie übernimmt.